Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Erlengrad im LS19 zusammen mit dem Philipp, einen wunderschönen. Hallo, na, wie geht's? So, ich nehme jetzt hier eine wunderschöne. Ich hoffe, ihr hattet oder habt noch einen schönen Tag. Ja. Ich hab auch. So. Bin hier am Main, hab schöne Berge im Hintergrund. Denk gerne an Burger. Oh Mann. Ich denk gerne an Burger. Eieiei. Hast du Flo? Immer so, ne? Hast du eine Pollenallergie? Nee. Soweit ich weiß nicht, wenn dann nur minimal. Schade. Was heißt das schade, ey? Mann, das geht doch nicht. Ja. Weil dann hätte ich sagen können, es ist Sommer, schön warm, viele Ball. Ja. Lecker, ey. Lecker schmeckt für Spaß im Decker, so wollen wir. Wo fahre ich eigentlich schon wieder hin? Ich muss doch jetzt zum Wind. Oh Mann. Leute, ich merke, ich bin wieder komplett dabei. Was hast du gerade gesagt? Lecker schmecker. Viel Spaß im Decker. Das finde ich schon ultra witzig, ne? Oh Mann. Ja, dann machen wir erstmal ein Radio an hier. So. Puppe. Aber das Gefederte für das Mehlweg ist schon gut gemacht. Ja. Aber irgendwie. Es ist irgendwie. Also. Anscheinend ist es ausbaufähig, wenn nämlich nach oben geht, dann backt das immer so rum und wenn es nach unten geht, passt. Aber wenn es nach oben geht, ist irgendwie ein bisschen komisch. Also. Huch, eieiei. Ah, da unten bin ich stehen. Hallo. Hörst du mich? Ja. Nee, jetzt noch nicht. Jetzt aber. Hallo. Da geht's aber auf den Berg, Stuhl. So, ich hab fast Strom Pfeiler mitgenommen. Ja. Egal. Kurz mal das ganze Dorf unter lahm gelegt. Nee, Straßenpfeiler. Ach so, ein Benüppel. Aber warum sind denn Kurven so? Also mal an die Österreicher. An die Schweizer von euch. Ist das wirklich so? Also. Ja, also. Sind bei euch in den Kurven wirklich so viele Pfeile? Der Straßenpfeiler? Aber das Komische ist halt, die schauen halt deutsch aus, ne? Ja, Straßenpfeiler, glaube ich, sind alle gleich. Nee, in Österreich sind sie anders. Echt? Ja. Okay. Weil, wegen dem Hochschnee. Wieso? Hä? Oh. Wieso ist es bei mir? Habe ich eine Doppelbelegung drin? Das kann gut sein. Oh, ich habe hier vorne so kleine Stützräder. Oh. Okay. Eieiei. Ich höre die ganze Zeit dieses Mehrwerk an und ausschalten. Oh mein Gott. Mutti. Hörst du mich auch hupen? Nee. Schade. Wahrscheinlich, weil ich gerade irgendwie bei dir vorbeigefahren bin. Bug da immer ein bisschen rum, aber irgendwie so. Das ist auf der Rade, glaube ich, auch schon. Ja, ist bei allen Projekten ab und zu mal so. Und wenn man beim anderen Kollegen vorbeigefahren ist, das ist ja nicht so. Oh. Das ist nicht original. Nee. Ganz schon gar nicht. Da kommt du hier. Ich war hier auf der Erlengrad. Ist schön. Oh Gott. Oh Gott. Ah, ich jetzt war ist auf dem Dachfenster. Ich aber nicht. Mann. Aha. Ich hab kein Dachfenster. Kein Dachfenster? Mann, nein. Nee, der hat wirklich kein Dachfenster. Na gut, ich glaube, im Sommer ist sogar angenehmer ohne. Ja, das auf, außer durch ein zuziehbares. Dann geht's auch noch. Dann geht's auch noch, ja. Oh, der kleine Schwader ist so knuffig. Oh mein Gott. Der ist so knuffig. Ja, top. Steig aus und knuffel ihn. Weil wie es aussehen würde, weil schon Autofahrer fährt so vorbei, steht so der Landwirt dran und knuffelt so seinen Schwader. Oh Mann. Nee, du. Der ist ein Schluck vom Trinken neben dir. Ja. Scheiße. Nein. Feiern die komplett andere Richtung. Oh, eieiei. Ich musste gerade wieder abrupt bremsen. Ich habe schon wieder Bienen zum Null irgendwie so was ähnliches gehört. Darum muss ich mich noch gewöhnen. Aber das mit der Allradlenkung ist gut hier. Zum Schwaden auf jeden Fall. Boah, die Kurven kann ich hier richtig gut nehmen. So, jetzt ging's kummeln. Ich frag nicht mehr nach. Keine Fragen, keine. So. Okay.
Aber ich muss sagen, so eine Alpenlandschaftskarte, Map, wie auch immer, gab es bis dato in MLS noch nicht so wirklich, oder? Oder habe ich nur nicht gemerkt? Balken. Okay, die Balken stimmt. Aber ansonsten? Ich muss so momentan die Balken. Oh Gott, ich lasse was stehen. Das geht auch nicht. Ich finde halt die Weichen auch sauschön, ne? Ja. Aber die Weichen ist halt auch viel zu groß für das Gebirge. Oh Gott. Gebirgige Land. Ja. Ich muss ja langsamer fahren. Ins Bergab geht. Beschleunigung ist so schnell. Da wirst du echt so kacke schnell. Das ist schlimm. Ja. Ich muss auch. Boah, die kommen. Allradlenkung von dem AE, wie geht richtig? Gerade das ist mein Tempomat vielleicht runterstellen auf 10. Ich bin gerade mit 40 da reingedonnert. Oh. Das ist glaube ich nicht so gut. Ja. Andere Bilder hier. Ja, das Bremsen, das ist. Dann eine andere Geschichte, du. Dann mach ich jetzt nochmal. Aber hier unten ein Querbahn und dann geht's rauf und runter. Es könnte vielleicht zeigen, dass ich hier was vergessen habe zu wenden. Shame on you. Das haben wir nicht gesehen. Also es war nur das, was am, am Hang liegt. So ja, das geht ein bisschen schwer. Ach komm, das wende ich einfach und dann machen wir es aber auch zu der Silage für dich. So. Das nächste Mal wird Silage mal Flo. Ja, ja. So, warte. Ja. Jetzt hat er sich verbrüht. So. Das ist was geht. Ich muss sagen, unsere Haupteinnahmequelle bzw. unsere Hauptarbeitsquelle wird krass. Ja, würden diesen werden. Weil wir haben einfach großes 3 Wiesen sozusagen und die sind auch nicht alles so klein. Und das Feld, ja okay, fürs Feld. Oh. Wenn das Pflügen braucht, ne? Ich glaube wir haben, ich weiß nicht, haben wir 3 Meter? Irgendwie sowas. Es wird auf jeden Fall spaßig. Ich werde nicht fahren, ne? Das Ding ist halt, wir können uns halt auch keinen größeren leisten, ja. Von der PS-Zahl her. Ja. Weil der 3-Schader hat 90 PS, braucht 90 PS, den können wir auch mit der Büre easy ziehen. Aber wenn es dann mal. Naja, easy. Ja. Flug. Ja, okay, stimmt auch wieder. Wenn es mal nass wird. Ja. Aber ich frage mich, ob es jetzt. Nee, bitte, ich glaube, was? Nix. Okay. Aber ich frage mich, ob Giants jetzt auch. Wie heißt es? Mehr Regen eingebaut hat. Das wenn man haben noch im Zeit erleben. Haben die das angekündigt? Ich weiß es nicht. Wenn ihr wisst, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Ja. Also wenn dann erleben wir es ja, wenn es plötzlich vom einen auf den nächsten Tag das Regnen anfängt, dann wissen wir es. Mindestens dann, ja. Ja. Oh ja, das ist schädig. Ein bisschen kann man noch fahren, auch nicht so weit, weil da braucht man eine Weile, bis er oben ist. Also. Jetzt nehme ich von meiner schon vorher schön geschwarten Bahnhof mit, was ich eigentlich nicht will. Oder vorhabe, sagen wir so. Aber ja, wenn es ans Blühen geht, können wir ja auch mal den Helfer ansetzen. Das ist ja kein Muss, das wieder selber fahren. Können wir einen Bührer bei Regen ansetzen. Oh, der Arme. Und den Helfer rauf tun. So richtig auf. Das Ding ist halt, der Bührer hat auch kein Dach, ne? Deswegen ja so richtig auf Affi. Oh ja. Das ist. Aber soweit ich weiß, ist bei dem ja noch der Großteil mechanisch. Ja, das was elektrisch ist ja auch abgedeckt, also ja. Da müsste eigentlich nichts passieren können.
So, Schwaden geht aber auch voran hier. Weil die Allradlenkung ist schon krass. Warum habe ich ja. Ich habe irgendwie Bock mal hier mit Seasons zu spielen. Also ja. Nicht so realistisch Seasons, sondern einfach bloß Seasons. Ah, bloß Seasons. Wir können es gerne im Laufe von der vom Let's Play Mega, mit draufbauen. Am Schnee halt, ja. Weil ich glaube dann in den Winter die Berge auch. Das wäre doch gleich, genau. wenn so im Dezember sowas geht, dann haben wir das Seasons mit drauf mit Schnee und so weiter. Oh. Es ist November Flo. Ja, ich hab gesagt, wenn dann Dezember ist. Können wir den Seasons draufballern, das Schnee liegt. So hab ich gemeint. So, ja. Ich mir ja ganz schön hart am Hang, ne? Also. Jo. Wenn ich bei einer Seite, wenn ich anfange und aufhöre, ist da ein Hang, ne? Also. Jo. Ich hab doch immer mal Spaß beim Winden. Beim Fahren. Ja. So. Aber du kannst ja einmal aus dem Schaden. Ja, stimmt auch wieder. Boah, Flo. Wir hätten den Pumpspanner mit draufnehmen müssen. Oh, yeah. Eieieiei. Satt. Nachher Spock. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es wird zwar irgendwie gehen, aber. Ich glaube, ich bin mit den zwei Kreisen von Pudding hier besser bedient. Er läuft auf jeden Fall wunderbar hinterher, muss man sagen. Der Wurmsche war da auch. Ja. Oh ne, ich habe was von der Bahn genommen. Oh Mann. Geht auch nicht. Hier wird's aber auch hin, du. So, jetzt weiß ich, wie es sich anfühlt, wenn man mit 22 mäht. Achso, kann ich jetzt 22 fahren, oder? Ups. Nee, aber ja, also ich fahr jetzt mit 20, ne? Okay. Ich fahr voll. Ich mir bergauf ab. Okay. So. Einmal sind die Rundumleuchten vom Lindner hier oder auch vom Lindner oder vom Unitrag sind schon was Besonderes, ne? Ja. Sind die alle Tage. Das auf alle Fälle. Ich weiß gar nicht, wäre das bei uns erlaubt zum Blitzer? Ich glaube nicht, oder? Ja, okay. Aber doch schon. Sure? Okay. Also ich weiß es halt auch nicht genau, aber ich glaube schon. So, einmal drehen hier. Naja, eine Bahn wird es auf jeden Fall nicht werden, tschüss. Ja. Mehr oder weniger. Ja, oder vorhin. Also die die anderen Leute müssen hier jetzt. Wie soll ich denn sagen? Hoch runterfahren und ich kann hier querfahren. Ja. So. Das ist halt vorder vom Aebi. Abby. So, dann haben wir das hier geschwartet, müssen wir aber das unten noch machen. Weil also, wenn ich das auch vergesse, wenn ich jetzt das vergessen hätte, dann wäre es ein bisschen, unangenehm gewesen. Aber ich schwart dann quer. Ich hab dir echt nicht so nochmal gesagt, dass ich da auch Mahnt hocke. Ja. Also, da unten unter dem Baum. Ich bin gerade am Zusammenschwarten. Okay, jetzt wollen wir da einfach mit dem Ladewagen ab. Jo. Oh, hier geht's hoch. Oh, ich mach mal alle und sperren, ne? Schafft er das? Ja. Er kommt 3 km/h. Ja, 4. Er kommt hoch. Das war bei mir auch so, aber auch eher schlechtes. 2 km/h, 4 km/h. Ja, jetzt geht's immer wieder oben. Also mehr oder weniger, er hat's geschafft. Jetzt ist man ein bisschen anders aufsitzen müssen hier. Fahren wir hier wieder runter. Bremse. Oh Gott. Das wird auf jeden Fall noch spannend. Nicht nur bei dir. Ja. Ich habe schon wieder ein Mehrwert gehört. Mann ey.
Können wir jetzt raufschieben. So. Und man kann jetzt eigentlich sperren, wieder ausmachen und Allrad immer mal hoch. Aber bei Allrad lasse ich mal noch. Ich lasse dann doch mal alles an. Ist glaube ich alle besser. Ich mal so sagen. Ach Scheiße. Innern sie. Aber ich weiß ja nicht. Okay, das geht eigentlich noch. Ich rutsche hinten weg. Das ist nicht so gut. Eieiei. Wie kriegen wir hier mal? So, Kollege. Hoch hier. Runterlassen. Nehme ich ausschalten. Also. Geht. Es geht, ja. So. Oh, bremsen ist gar keine gute Idee. Was ist das Leben? Das geht auch so, ne? Ja, doch, das geht auch so. Zusammenklappen. Ausschalten und. Zusammenklappen? Ne, wie ist es fast fertig? O. N. Ist es nicht X zusammenklappen? Ja, normalerweise schon. Probier mal Z. Ah, Z ist es. Ja, weil der nochmal sich so extra zusammenklappt. So, ja. Das passt. Also das Sperren können wir wieder ausmachen, bremsen, ne? So, hoppala, hoppala. Das habe ich auch bloß gewusst, wegen dem anderen Schwader. Ich muss sagen, der LS an sich ist relativ hell geworden. Da finde ich, wenn ich immer auf die Wiese oder so guckt. Ja, ist das wirklich. Ist das auch angenehmer, finde ich auch. Ich weiß, die Farben scheinen halt irgendwie, also vom Linden, ich weiß nicht, wie es bei dir jetzt ist, aber vom Linden hier aus schauen die relativ bleich aus. Auf jeden Fall in Innenansicht. Aber gut. Ja. Unser neues Mähwerk wurde angedockt. An einem Stein. Oh. An einem Felsen. Nicht nur Stein. Das. Ja, gut. Kann das hinten wegklappen? Ich weiß es nicht. Ich glaub's nicht. Unsere Mähwerke können das, ne? Unser Seitenmähwerk daher. Ja. Normal können sie das, aber in der Nähe ist nichts. Hm. Ah, hier ist ein Holm. Ja, können sie. Hier ist ein Holm, wo du von in der Mitte aus so geht. Ah ja, okay. Dann haben wir dieses Thema auch geklärt. So, ich mache mir hier mal uns Schwaden, ne? So, wir wissen sie jetzt mit Z. Okay. Gut. Wischen du? Ich bin gerade bei dir hier hinten irgendwo. Ich weiß nicht, wo du bist. Ah, du bist genau da drüben, okay. Ah, du bist da hinten. Okay. Genau am anderen Ende. Da wo ich noch. Da wo ich schon fertig bin. Das perfekt. Ist so aber gut, das ist meine Meinung. Ne? Ah ja, ich bremse jetzt schon mal, ne? Meine Sinn sind über dem keine Bremslichter. Doch, alle sind nur so schwach. Okay. Gut, dann haben wir da auch getriggert. Bei mir geht nicht gut. So, da hoch hier. Ich mach einfach. Ja, okay, der schafft es auch nicht mehr. Oh, hier. Ich würde dir raten, mach Allred ein. Spätestens wenn es bergauf geht, wird streng. Ja. Hier im Vorgewinde geht's ja noch. Ah ja, aber die Wiese muss man schon sagen, die ist schon auf jeden Fall einiges steiler als die andere. Nee. Also, das eine kleine Stück da, das ist nicht so top. Okay, das. Da haben. Ja, gut. Aber das stimmt auch wieder. Sonst der obere Teil, ich glaube nicht. Ich glaube, ich will es gleich einschätzen. Okay. Also. Von der Prozentzahl her ist gleich. Okay. Gut. Vögel fliegen ja auch schon wieder weg, frisch gemäht, und dann sind sie gleich wieder drin, die Würmer und etc. draufzupicken. Käfer. Alles, was da so drin rumfällt. Mäuse. Ja.
Hallo, ich bin auch hier. Oh! Oh, danke. Drauf. Also bei dir ist der Schwarz von dir sauber dunkel. Schwarz halt. Wie was? Der Schwarz? Oder was? Nein, dein Schwarz. Ach so. Ist richtig matt bei mir. Also, ach so, die Blitzer da hinten dran. Die sind in Deutschland erlaubt, ja. Hm. Die sind ja hinten oben an der Kabine. Ja. Oh, das mit dem Zaun? Nee. Könnte es problematisch bei dir werden? Nee, all gut. Da vorne. Aber warte mal. Da ist ein Symbol. Ist das eine Kuhwiese? Ja, was ist das? Ja, das ist kein Symbol. Das ist ein Grashalm. Aber bloß. Was? Da fällt einfach bloß. Da müsste man vielleicht nur mal nachsehen. Ja, da ist so eine Fläche, wo halt aber nichts wächst, wo nur so ein Erde, Kord, whatever es ist. Und da war halt in der Mitte so ein grüner Grashalm. Ein Häufchen. Ich dachte mir so von der Ferne, könnte das ein Symbol sein für eine Kuhwiese oder irgendwas ähnliches. Näher rangekommen, ah, ist nur einfach ein ganz einsames, oh Gott, da ist ein Stein. Ein ganz einsames Gras mitten im. Ich weiß nicht, ob er das darf, das danach zu sehen. Vielleicht ist es auch ein Stück Ausgleichsfläche. Ja, gut möglich. Okay, die Wiese oben ist auf jeden Fall einiges größer als die andere. Also wir sind auf jeden Fall nur noch weit dran am Schwaden auch, ne? Ich bin fast fertig mit mir. Wie viel Arbeitsbreite hast du? Warte. Ich glaube, ich würde immer mal schätzen 6 Meter. Irgendwie so weit. 5,9, oh mein Gott. Das war nicht schlecht. Hätten auch ruhig 6 sein können. Ich habe gesagt 6 und es sind genau 5,9. Okay, und ich habe 8,1. So. Zieh dir jetzt mal mein Vorgewinde. Okay. Oder? Ja, mach geht. So, dreh hier mal. Es wird wäre jetzt anstrengend, ne? Und also langsam vor allem. Sie Stillschritt? Stillschritt, irgendwie so. Hallen haben wir natürlich auch hoch. Da heißt es vielleicht Stillschritt. Ja, irgendwie so. Wo Stil? Stahl? Naja. Stimmt. Okay, das ist eigentlich ein Stahlgebäude, ne? Das darf. Stahl. Ja. Aber man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Also, das Grundgerüst ist halt aus Stahl. Ja. Das auf jeden Fall. Obacht, warte, warte da, warte da, warte da. Ich bin gleich da. Okay. Dann warte ich schon mal. Währenddessen bist du da, ich mach einen Sandring. Aha. Warte mal. Willst du nicht mal ein Thumbnail von mir machen? Ich finde es langsam unfair. Ja, okay. So. Oder warte mal, wenn du so zwei in einem reinschneidest. Ja, warte, ich mach einmal hier von. Ja. So, warte, komm hier, wo bist du? Da bist du. Warte, ich fand aber schön den Gras rein. Ja. Ah ja, das mir wirklich so. Oh Gott, ich sag, das ist ja. Wir brauchen noch einen Kehrherr. Sind die an einem Hof? Ich weiß es nicht. Dann noch ein bisschen rein. Check mal aus, ne? Okay. Zack. Oh, hier. Oder warte mal, du könntest eigentlich beide mit drauf nehmen, ne? Oder? Ich mache einfach nur eins für. Wenn wir noch spätere Thumbnails brauchen. Zack. Nein, ich meine jetzt, wenn du ein bisschen näher hingehst, kannst du vielleicht den Lindner und den Abby oder Abi Aebi mit drauf nehmen. Also sind jetzt. Egal, sind jetzt ich war weiter. Beide drauf. Jo. Aber wie tief der halt auch ist, ne? Ja. Das ist halt auch ein Er ist halt ein Traktor oder ein Traktor. Kann man es als Traktor bezeichnen? Ich glaube nicht. Ich weiß nicht. Es also ist halt, Feld oder Traktoren? Ich glaube schon, das ist ein Traktor. Es ist halt ein Fahrzeug, sagen wir mal Fahrzeug.
Oder Mehrzweckgerät. Nutzmaschine. Ja, und wie auch immer, Nutzmaschine, Fahrzeug, Traktor, etc. Wartet. Ja. Allem hier sehen Sie, es war sehr vorbereitet, der Mensch. Ja, mit dem kann man halt auch ultra am Hang fahren, ohne dass der gleich umfällt, weil er einmal seine Schwerpunkt so niedrig hat. Ja, der Motor ist halt direkt neben mir halt. Ja. Dann habe ich das ganze Zeug hier, Kabel bei mir drüben. Also. Schön ist halt auch, ich habe halt direkt die Heizung neben mir. Ja. Wenn er von, also momentan habe ich die Heizung neben mir, weil der ist mehr ausgelastet. Ja. Da ist halt der Zuzug zu liegen momentan leicht. Mit dem bisschen schwerer ziehen. Aber bei den Temperaturen, was momentan ist, würde ich sogar die Klima volle Möhre dröhnen. Ja. Weil wir haben sie hier schwer erkennbar Sommer, würde ich mal sagen. Ja. Aber wie schön das Gras auch geworden ist hier, ne? Also. Ja. Blüht drinnen, Kräutern. Das haben sie schon nicht schlecht gemacht, muss ich sagen. Ja. Blümchen, Kräuter, Gras. Digga. Vielleicht noch was anderes auch machen? Was? Wollen. Nee, wir brauchen hier nichts an illegales andere. Alles gut. Vielleicht doch das illegale Gras. Oh nein. Nee. Das wird wieder Ü18 durch. Ja. Aber die Allradlenkung von dem Abby ist schon gut. Ich muss mal wieder auf meinen anderen Bildschirm gucken, weil das die Grenze ein bisschen was liegen würde, geht auch nicht. Och man, Flo. Nein. Mann. Ah, ich bin. Ja. Komm wieder runter. Aber ja, Leute, bevor das noch mehr ausartet, dürfen wir uns fürs Zuschauen bedanken. Wir haben uns auch umgestellt. Es kommt jetzt natürlich wieder die gute Abmoderation von Philipp. Action. Ein Däumchen wäre ein Däumchen und kostet euch auch keinen Cent. Unten den grauen Knopf rot färben, Glocke aktivieren, damit ihr nichts verpasst. Und das was von mir, von der Elbach. Der Name, den Namen muss ich erstmal wieder ins Gehirn reinpflanzen, ne? Ja, also, ich hab Erlenbach gesagt. Na gut, ist fast ungefähr das gleiche. Wir haben den Bach auch, also. Aber ja, wie gesagt, dann wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen restlichen Tag und sehen uns demnächst in einer weiteren Folge hier auf der Erlengrad. Und bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao. Ciao.